Hallo Leute, es geht weiter mit Dustin Illusion Tale. Ich hatte ja zuletzt gesagt, ich gehe ein bisschen weiter und guck mal, wenn was Besonderes passiert. Da war dann auch direkt hier der Speicherpunkt. Und ja, ich verrate mal nichts. Ich habe mir auch nichts angeguckt. Ich weiß nur, dass ich nach links und nach rechts unten hingehen kann. Ich gehe erstmal nach unten und will gern wissen, was hier ist, weil ich habe gemerkt, hier kommt dann irgendein Dialog. What's all this? Und das will ich euch nicht vorenthalten. Und ich will auch wissen, was los ist. The area up ahead is among the most dangerous of places. The challenges and creatures within are unlike anything you've dealt with before. Death will come swiftly if you are not prepared. I think I've heard of these arenas. It's rumored they contain precious treasures. Hey, your memory's coming back. Just little bits here and there. Think we should go in? I certainly hope you save. Ach, speichern gehört zum Spiel. Na denn. Dann versuchen wir mal, hier hinzugehen. Bin ich richtig? Oh. Willkommen in der Wettkampfarena. Besiege deine Feinde und zerstöre Lampen, um Punkte zu erhalten. Wenn deine Feinde bei dir Schäden verursachen, werden dir Punkte abgezogen. Wenn du den Wettkampf schnell erledigst, bekommst du einen Punktebonus. Viel Glück. Oha. Da bin ich ja mal gespannt. Hallo. Oh Gott, was ist das hier? Was? Ja, Grubenheim. Ist schön, aber was... Ich will das jetzt schaffen. Ich will wissen, was das zu bedeuten hat. Cirelian-Prüfung. Im Laden nachsehen. Ach, das ist ein Laden? Hä? Ich gehe einfach mal weiter. Ach, hier läuft sogar die Zeit. Das lief schon mal nicht gut. Okay, haben wir. Oh oh, wie komme ich hier weiter? Ah. Die kann ich kaputt hauen, die Dinger. Wusste ich nicht. Oh nein, ich hasse es, wenn die anderen kommen. Scheiße. Ich hasse dieses Glibber-Ding. Arsch. Sind die irgendwie schwerer geworden? Komm her. Mist, meine Gesundheit. Weiß nicht, ob das jetzt so gut läuft. Irgendwie nicht so. Schnell weg. Oh nein. Nein. Komm her jetzt. Puh. Da kann ich nicht weiter. Da ist auch nichts. Okay. Versuchen wir mal einfach unser Glück weiter. Runter, hoch. Ah. Ey, Leute, übertreibt mal nicht. Hey, tu mir nicht weh. Wird man ein bisschen Angst, wenn ich hier einfach... Nein, nein, nein. Bist du jetzt tot? Okay, sehr schön. Kampfkunststein verfügbar. Dann geben wir mal Fidget ein.
Finde ich gut. Lass ich so. Fidget hat ja jetzt auch mehr Attacken-Wettkampf abgeschlossen. Oh, einer fehlte mir aber. Sonst hätte ich das geschafft irgendwie. Bestimmt nur 2 Sterne oder ich weiß auch nicht. Check das noch nicht. Zeit abgelaufen. Ja, bei 3000. Bestleistung 5600. Und das kann ich jetzt immer wieder nochmal machen oder wie? Jetzt habe ich Kraftsalbe bekommen. Das ist sehr nett. Drück vor der Tafel, um dir Highscores anzusehen. Ach, das ist so ein Highscore-Ding. Alles klar, gut. Komme ich hier auch wieder zurück? Oder, ja, wie ist denn das jetzt hier? Das Ding bringt mich doch jetzt wieder zurück, oder? Ja, okay. Wie so ein Teleporterstein sozusagen. Und jetzt gehen wir dann nochmal nach rechts, okay. Kannst du dich mal umdrehen, das? Ja, immer in die falsche Richtung. Sehr gut. Ach, und dann... Ich weiß nicht, ob das jetzt noch drinne ist. Hatte ich auch noch bei... wo ist denn das jetzt nochmal? Inventar, Karte, Mission... Genau, da konnte ich das dann hier auch. Nee, nicht Mission, aber... Genau, bei Notizen hier. Da hatte ich auch noch eine gefunden. Das hatte ich schon. Und die neueste ist anscheinend oben. Sarahis Brief. Mein liebster Moska, hier passiert etwas Schreckliches. Das Dorf steht in Flammen und alle schreien. Wenn du diesen Brief je findest, werde ich mich an unserem geheimen Ort versteckt halten. Bitte, beeil dich. Ja... Und jetzt gehen wir mal nach rechts. Und wo geht's jetzt hin? Inzwischen weit im Norden. Ah, okay. Sir, the preparations are nearly complete. We found another of their camps, but... But it was deserted, of course. Keep up your search. They're going somewhere, and we need to know where that is. Of course, sir. If that's all... What of the rumors, Commander? Is there any truth to them at all? We are investigating, sir. But surely you don't believe... Commander, it is not your place to question what I believe. Our moment of glory draws near, and I want results. As you wish, General. Where are you, my friend? Why are you hiding from me? Ah, und jetzt sind wir wieder zurück bei unserer Karte, mit der wir rumreisen können. Du hast den Anführer der Monster besiegt. Eine merkwürdige Kreatur namens Fuse, aber das hat mehr Fragen aufgeworfen als Antworten geliefert. Erstatte Bürgermeister Bram in Aurora Bericht. Auf jeden Fall werden wir das tun. Ja, das war doch dann das Dorf Aurora, wo wir hin müssen, ne? Wald Abades hatten wir dann nämlich schon. Gut, dann gehen wir da mal hin. 78% haben wir da irgendwie geschafft. 50% Schätze. Ich... Keine Ahnung. Wir gehen da einfach mal hin. So. Ah, cool. Wir sind wieder da. Was sagst du? Aber wir haben doch nicht irgendwie seinen Dingsfreunde gefunden. Please, let me know if you come across those materials. Haben wir oder haben wir nicht? I'll keep my eyes open. Also nicht. Much appreciated. I'll be waiting right here. Also das haben wir noch nicht mal. Irgendwie haben wir so wenig Nebenquests geschafft. Aha! It's great to see you back, son. I knew you could do it. The monsters have already calmed their advance. Tell me, what happened? Did you confront their leader? Auf jeden Fall. He was right where you said he'd be. In fact, he seemed to be waiting for us. Waiting? In the middle of a small village, surrounded by the innocents he killed. Oh no. That could only be Denham Village. Did you find any survivors? I'm sorry, Mayor Bram, but there were none. This creature that attacked the village, he was some kind of lizard. Wore strange armor. Called himself Fuse. A lizard, you say? Hmm. A moonblood, perhaps.
I wonder if Ginger would know anything about that. Ginger? That girl up on the hill? Her family was killed almost a year ago in Zeplik Village, a few days' journey to the north. General Gaius and his soldiers were looking for Moonblood sympathizers. General Gaius? Do you know who he is? Not personally. His is not a name we utter here without proper cause. I've never seen him or his soldiers personally, but tragedy tends to follow in their wake. So why did they kill Ginger's family? They were helping the Moonbloods, of course. Helping the enemy is a treasonous offense. Ginger escaped, but her parents and her brother did not. Regardless, I can't thank you enough for putting a stop to that mad beast before he came any closer to Aurora. If you want to ask Ginger about Fuse, I'd suggest you hurry. It looked like she was preparing to leave town for a while. Good luck. Mission aktualisiert, Staub zu Staub. Dann werden wir das natürlich tun. Wo ist denn die liebe Ginger? Oder eher die traurige Ginger? Hoch oder runter? Ich weiß es gar nicht mehr. Hier ist dieser Laden. Oneida. Oh, Dust. We are indebted to you for what you've done for us. Gian and I are just going to rest for a bit here in Aurora. Actually, maybe you could speak with him? He would never admit it to me, but I just know something is troubling him. Of course. Where is he now? He's been pacing near the west entrance of the village, near the field where you rescued us. Thank you, Dust, for everything. Noch was, was ich machen soll? Okay. I don't get it! Why would anyone want to help those awful lizard things? That Fuse guy burned down an entire village! Don't you understand, Fidget? He wasn't born that way. General Gaius and his soldiers turned him into that monster. And Fuse is likely not the only one corrupted by General Gaius's hatred of the Moonbloods. We should speak to Ginger again to learn more about this conflict. Okay. Dann gehe ich natürlich... Wie? Ich soll da nicht lang? Okay, dann gehe ich hier lang. Dann gehen wir mal zu Ginger. Hoffentlich treffe ich sie jetzt. Da ist sie ja. Sehr gut. Oh, you again. Mayor Bram said you'd left already. Yes, he asked us to stop the leader of these monsters. Turns out it was a Moonblood named Fuse. He'd gone completely insane. Fuse? Oh no. He was leading those monsters? You killed him? So you know him then? Was he always a homicidal pyromaniac? What? No, never! Why did you kill him? He destroyed Denim Village, Ginger. Slaughtered dozens of innocent people. He refused to listen to reason and planned to attack Aurora next. I had to stop him. This war is turning all of us into monsters. Thank you, Ben, for releasing Fuse from his madness. Right before the end, he seemed lucid. He told me a few things before he passed. He tried to tell me about the war, about your family. He was there the day my family was killed, yes. He was picking up supplies to bring back to his people. General Gaius attacked our village, burned it to the ground. I thought Fuse had been killed. Now I wish he had. I'm sorry. And why is that? The last time I saw an outfit like yours was the day my family was murdered. That outfit, it belongs to Gaius's soldiers. Who are you, really? I don't know. That is not an answer! Hey, ease off! Dust can't remember, okay? He doesn't even know his real name! You know, you should be more thankful. He just saved this village twice, and I... Well, I watched him do it. And I'm also really hungry! Fidget, please, calm down. She's right to be suspicious. I don't know who I am, but I'm dressed as one of Gaius's soldiers. And that can't be good. Perhaps. But your friend is right. You saved my village twice today. Gaius and his soldiers would never do that. Especially if they knew I was here.
Warum verlässt du diese Stadt? Wo finde ich General wo finde ich den denn? If the only way to stop this war is to stop General Gaius, then I need to know where to find him. His campaign continues to the north. If you want to help right the wrongs of your kind, you're free to join me. I'm afraid. Whoa! What was that? It came from the center of the village. Oh, ich wollte doch alles fragen. Ich dachte, ich könnte das noch machen. Wir werden angegriffen. What are these things? Monsters. Ginger, get down. Oha. Oha, Kette mal eben zerbrochen. Was sind das für Dinger? That's the last of them. Ginger, are you okay? I'll be fine. You should go down below and find out what's happening. All right. You shouldn't stay here, Ginger. It's too dangerous. Head north. We'll catch up with you after we've gotten to the bottom of this. Stay safe, Dust. We'll meet again at Rowan Pass, at the foot of the Blackmore Mountains. Mhm. Okay. Kann ich dich denn jetzt nochmal ansprechen auf die anderen Sachen? Stay safe, Dust. We'll meet again. Toll. Jetzt habe ich... Das nächste Mal gehe ich einfach von oben nach unten, weil anscheinend löst das letzte dann wieder andere Sachen aus. Ich wollte eigentlich alles ansprechen. Sie sollte eigentlich noch etwas mehr über den Krieg erzählen und so. Na gut, dann nicht. Mission hinzugefügt. Verlorene Zeit. Was mit dir? Maska, I'm afraid I have some bad news. Oh? Is everything all right? We traveled to Denim. It's been burnt to the ground. What? Oh, no. No, no, no! But there was a note. It's addressed to you. From somebody named Sarahi. Ja, genau, stimmt. Sarahi? Oh, thank goodness. She must be alive. She must have escaped. Please, let me see it. What do you think, Maska? She mentions a place that only the two of us know about. It's a hidden cove not far from here. Please, Dust, go there and see if she's safe. I'll be following, but I'm no fighter. If you insist on coming along, be sure to keep your distance. Yeah, when Dust starts swinging that sword, you don't want to be anywhere near him. Have you seen the screen? He just goes... Fidget ist so geil, ganz ehrlich. Oh, hätte ich ein Maskottchen an meiner Seite, ich würde Fidget nehmen mit ihren coolen Sprüchen. Zu lustig. Ach, der wollte ja nicht mit uns reden, ne? Another moment with the Philosopher King himself. Why don't you bother Augustine or some other such... Ach. You don't need to ask me twice. We're leaving. Genau. Tschüss. Haben wir nicht nötig. Fidget und ich. Ich gehe jetzt gerade ein bisschen nach links, weil ich da ja noch mit jemandem reden sollte. Ach so, ich dachte schon, ich soll hier jemanden angreifen. Knopf! You really ought to be better equipped, in case anything else comes through here. Nonsense. I crafted this spear myself. Ja, ja, ja. Yes, it's very nice. All right, that's enough. Why don't you two leave me alone now? Finde ich gut. So. Ah, Dust. Thank you again for your help. How's your leg doing? I think I'll be all right. Just need some time to think, is all. Is there anything else? It sounds like you've got something on your mind. Das ist doch der Typ, mit dem wir reden sollen, oder? It's not obvious, eh? Very well. I haven't told Oneida, but I do believe I lost my pocket watch when those giants attacked us. And it's valuable? To me, yes. To the both of us, really. It was a wedding gift from her father. In fact, it's really the only thing we have to remember him by. I think I may have dropped it outside the farm, just before those creatures chased us back here. With my leg the way it is, I really can't be out looking for it. I'll go take a look. Thank you, Dust. Really. You don't know how much this means to me. Okay. Ich hoffe auch, dass wir es finden.
Gucken wir mal in unsere Missionen rein. Oh Gott, haben wir viel noch zu tun hier. Aurora wird angegriffen. Besiege die Monster und finde heraus, wie sie ins Dorf gelangt sind. Verlorene Zeit. Rund um seinen Bauernhof. Ich weiß gar nicht, welcher Bauernhof. Fehl möchte den Panzer verbessern. 5 Kobold heute. Ach, scheiße. Und wir haben doch immer den ganzen Dreck, sag ich mal. Den ganzen Kram haben wir doch immer dem Händler gegeben. Oh Mann, oh. Hätte ich mal an die Kobold heute gedacht. Dann hätte ich natürlich die Mission auch erfüllt. Du hast einen alten Kumpel namens Reed wieder getroffen. Er scheint nach irgendeiner Kiste zu suchen. Moska glaubt, dass Sahai sich im verborgenen Hain. Da müssen wir auch noch mal hin. Bauplan zum Schmied. Schützenpass. Okay, wie komme ich denn da mal jetzt an all die Dinge hin? Ah, sehr gut. Okay, Schützenpass. Dann gehen wir doch da mal direkt hin. Da waren wir nämlich noch nicht. Schützenpass. Yay. Ein neuer Ort, den wir erkunden. Habe ich nichts gegen. Okay. Da komme ich so nicht durch. Wo komme ich denn durch? Stirbt alle, ihr komischen Schweinsmonster. Die Resonanztore lassen sich nur mit gleichfarbigen Resonanzsteinen öffnen. Ah ja, ich verstehe zwar Bahnhof gerade nur, aber mal gucken, ob ich das noch rauskriege über die Zeit. Dass sie sich auch immer wieder mit mir anlegen wollen. So. Huch. Nach links, nach rechts, nach hier, wo will ich hin? Hier möchte ich hin. Dann kann ich nämlich endlich mal speichern. Habe ich nämlich auch schon länger jetzt nach den ganzen langen Dialogen nicht gemacht im Dorf Aurora. Sehr gut. Ach, diese blöden Häute. Ich muss die einfach mal sammeln, dann kriegen wir die Mission auch hin. Was ist das so für ein Stein-Ding? Hier geht's nach oben. Wie so oft, auch wenn man nicht damit rechnet. Da geht's weiter. Ach, ich schaue mich ja ganz gerne hier in der Gegend rum. Ups. Ups, das war nicht so gut. Nehmen wir so ein Brezel. Und so ein komischer Stein. Was ist hier? Hier geht's nicht weiter. Sehr schön. Und noch mehr.
So. Komm her jetzt. Ich muss mich hier immer so stark konzentrieren, deswegen rede ich so wenig. Tut mir leid. Aber ich will halt auch einfach immer nicht ständig sterben. Und ja, ihr seht ja, es ist nicht immer einfach. Ah. Huch, was sind das denn für Dinger? Na, voll die komischen explodierenden Kartoffeln. Bloms, deadly creatures. Keep your distance. They will detonate if you get too close, but are vulnerable when taking a deep breath. Perfect for a ranged attack. Let me at them. Okay. Eher was für sie. Die Bloms sind verwundbar, wenn sie tief einatmen. Okay, dann speichern wir natürlich hier erstmal. Und? Tot? Alle tot? Ich glaube schon. Naja, solange die nicht, oh, vor meiner Nase direkt explodieren. So, you have slain the one known as Fuse. I had no choice. He'd lost his mind, murdered many innocents. I am not judging, friend. His death was sad, but necessary. Forgive me for asking, but are you a Moonblood? The Moonbloods, they are an ancient race, and their presence is not tolerated in these lands. One would be at a disadvantage among so many warm-blooded creatures. I understand. I believe you do not, my friend. But I will not press the matter if you do not. Hm, interessant. Hast du noch was von diesen komischen Häuten? Oder, wie sehen die denn nochmal aus? Hier, Koboldhaut. Ach, du hast doch auch voll viele davon. Und ich habe da kaufe ich eine von und jetzt habe ich fünf. Und das ist genau die Anzahl. Ja, einmal noch rein, Entschuldigung. Weil, ja, seht ihr ja, meine Vorräte sind so lala. So. Ja, ist alles klar. Kann ich einfach runter? Oh, ich kann mich hier hochtreiben lassen. Das ist ja mal cool. Sehr cool. Ich werde an dieser Stelle jetzt hier aber speichern, da der Part jetzt schon sehr lang ist und ich zufrieden bin, wie wir im Moment weiter vorankommen und sehen uns, hören uns im nächsten Part von Dust. Vielen Dank fürs Reinschauen. Meine ich auch so. Wenn ihr es tut, tut es weiter. Erlebt das Abenteuer mit mir zusammen. Dann freue ich mich sehr. Schreibt mir doch auch mal in die Kommentare oder so, wie ihr das Spiel überhaupt findet. Würde mich auch sehr freuen. Ich finde es bisher ganz interessant und cool. Es finde ich einfach auch mal was anderes. Und dann sehen wir uns im nächsten Part. Bis dann. Tschüss.